Moin Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars RP auf dem EGM-Server, ja. Wie ihr seht, ich bin gerade nicht als da unterwegs, sondern als Zivilist, ja. Wir gucken jetzt mal gerade, es ist noch relativ früh am Morgen, gerade mal 10.44 Uhr. Wir schauen jetzt mal, dass wir in die Basis einbrechen. Und mal gucken, dass wir zum Beispiel, glaube ich, in 41. Fall First, das Spiel mal der Scharfschützengewehr zu klauen oder so. Das kann ich nachher gut für Credits an andere Zivilisten verkaufen. Und da habe ich mir Credits angetroffen gerade jetzt schon. Wie ihr seht, das Tor ist sogar unten, Leute. Heißt, wir können jetzt gucken, dass wir reinlaufen. Ich glaube, ich bin nicht direkt die Waffe in die Hand. Ist hier frei? Ja, ne? Hier ist keiner irgendwo oder so. Okay, das ist sehr gut. Dann suchen wir uns jetzt halt mal unser Opfer. Also, ich möchte eigentlich diesen SWT hier überfallen. Da kriege ich den Schaffensgewehr her oder diesen 41. Die beiden Waffen geben gut Geld, wenn ich einen Zivilisten verkaufe. Aber auch zu einem Set 6 von GM wäre auch sehr lecker. Also, nur mal gucken jetzt, ja. Okay, jetzt schon wieder 41. Guten Tag, seien Sie gegrüßt. Eine Patrouille an. Ich glaube, wir laufen heute hinterher. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung? Ja, guten Tag. Haben Sie eine Erlaubnis hier in diese Basis zu kommen? Ja. Ne, wir ausweisen Lieutenant Lee Kurs Manua unter einer RES, der Jack, ja? Sicherheitsstufe 3. Fragen? Musik. Navy Lieutenant Dekus Manoa, Jack unter Fraktion RIS, ja. Und manche Informationen mit dem Ausweis sind dequalifiziert unter Dequalifizierungsstufe 3. Wir müssen erst an den SWT rufen, dass wir dequalifizieren für sie, die Information. Ja, klar. Ich wollte nur noch mal sicher sein, aber ich glaube, geht es mir rein. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, ja. Das hat doch nicht ernsthaft funktioniert, Leute. Das hat gerade nicht ernsthaft funktioniert. Mal gucken, ja. Also wir haben jetzt hier so ein FFA, was wir da beobachten, ja. Wir warten zwar, bis hier Face sind damit. Und dann gucken wir, dass wir hier irgendwie Leute überfallen und so. Warum ist das eigentlich ein fucking Würfel alleine, Alter? Ah, kein Schritt näher. Das ist ein Überfall. Waffe ja. Ach du Scheiße. Ey, kein Faxen machen. Hallo, Abstand nehmen. Na, hallo. Das ist eine Frechheit. Waffe, Waffen her. Das ist ein Überfall, ja. Nehmen Sie die Waffen. Geben Sie. Nein, stopp. Waffen weg oder schieße. Waffen weg. Nein, ich wurde betäubt. Nein. Ah, das ist eine Frechheit. Das ist eine Straftat gewesen. Was machen Sie mit mir? Ist ja frech. Ich möchte einen Vorgesetzten vor Ihnen sprechen. Hallo. Vorgesetzter ist meine Waffe und ich glaube, den möchten Sie nicht sprechen. Da haben Sie aber einen ganz schön komischen Vorgesetzten. Der ist der Vorgesetzte noch dümmer als Sie. Hallo, ich kümmere mich um ihn. Ich möchte einen Anwalt haben. Das ist eine Frechheit. Ich wollte eine Leute überfallen und Sie schießen auf mich. Ich kümmere mich um ihn. Machen Sie ruhig hier Training. Ich bin das Ah, ich bin sehr, sehr froh. Private, helfen Sie mir. Der hat mich wieder richtig festgenommen. Herr meinte. Ja, Herr, hallo, hallo, Sir. Machen Sie was? Sir, genau der da rechts. Ich wollte nur Sozialhilfe beantragen. Schnauze halt. Das ist eine Frechheit, das dürfen Sie nicht. Das war eine Beleidigung. Ich zeig sie an, wie heißen sie? Dann rufen sie mal die SD. Das ist nicht witzig. Ich krieg sie nachher auch dran. Ich merke mir ihre Ausrüstung. Gibt nur ein paar, die so aussehen wie sie. Ich mock sie alle ab. Ja, ich bin gespannt, wie sie durch den Sack durchsehen, ja? Hä? Ich hab da davor auch keinen Sack aufgehabt. Ich hab da davor keinen Sack aufgehabt. Ich weiß doch, wie sie aussehen. Ich hol mal gleich eine bessere Waffe, dann komme ich zurück. Viel Spaß damit. Ich hol mal gleich eine bessere Waffe, dann bringe ich sie um. In der Werkstatt waren sie auch noch. Was? Wie in der Werkstatt war ich auch noch? Ach, auch. Da war ich nicht. Eine Morddrohung, ne? Ich mach doch gar nichts. Ich hab gedacht, ich mock sie alle ab. Ich hol mal gleich eine bessere Waffe, dann sind sie dran. Der macht das Bumm. Ja, ich bin doch gar nicht republikanisch erfasst. Ich komme aus dem Separatistensystem. Sie kommen aus dem Separatistensystem. Scheiße, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
Ja, ich bin hier hingeflogen, um Sozialhilfe zu beantragen, weil die Separatisten mir kein Geld geben. Ja, dann, dann kommen Sie mal mit. Wir haben kein Sozialhilfesystem für Sie. Okay, werde ich jetzt erfasst? Oh nein, ich wollte noch Sozialhilfe beantragen. Da kommt ja so ein Typ und zieht mit einer Waffe auf mich, weil ich mich bedroht gefühlt. Vielleicht kommt auch bis ein STS oder ein S in Dienst. Ich weiß doch gar nicht, was Sie meinen. Was machen Sie denn mit dem armen Bürger? Der entführt mich, der schleppt mich in die Basis rein, will mich umbringen oder so. Der machen Sie was? Sie, oh nein. Der hat mich vor der Basis fest, der hat mich vor der Basis festgenommen, zieht mich hier rein. Das ist widerrecht, das darf der nicht. Ah, ja, machen Sie was? Mit dem armen Bürger? Wenn der Herr Sie festnimmt, dann nimmt er Sie fest. Sie dürfen nicht mal so. Hallo, was machen Sie denn hier mit mir? Nein. Sie können den da nicht so reinschicken, sonst hat der gleich ganz große Probleme. Das ist alles eine Frechheit. Ich möchte jetzt Ihr Vorgesetzten sprechen. Ach, da war ja Ihre Waffe, die ist noch dümmer als Sie, stimmt ja. Und der Vorgesetzte, weil die Waffe hat ja gar kein IQ und Sie noch minimales. Ja, man hat so viel. Ich habe mal eine Frage, stimmt das eigentlich, dass Sie Produkte sind? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Was war das denn jetzt hier? Da, wo Sie davor auch waren, in einem Sack drin. Ja. Achso. Lassen Sie mal einen Sack in Ruhe. Der hat sich verfärbt, hat dagegen geschnollert. So, dann, Rüdiger Peter. Ich habe immer noch kein Ergebnis gefunden. Ah, ich heiße Dilikus Manua. Ich wollte nicht mal richtige Namen sagen. Dilikus Manua, okay. Dann suchen wir den mal. Wenn Sie mich immer noch anlügen, dann haben Sie ein fettes Problem. Okay, ich nehme Sie Problem mal wieder, bitte. Wie bitte? Ich arbeite nicht für die... Hallo! Ich bin ein Bürger der KUS und bin in die Republik ausgewandert. Er hat gesagt, ich Sie bin geflohen. Sie sind ein Bürger der KUS? Ja, der... Ach, keine Ahnung, Separatisten. Ja, mein Gott. Was ist denn das Problem, wenn ich aus den Separatisten... Ein Bürger. Was ist denn das Problem, wenn ich aus den Separatisten... Also ein Bürger. Ja, was ist denn das Problem, wenn ich aus... Werden Sie gerne vernascht, oder warum sind Sie ein Bürger? Ein Bürger. Bürger. Zivilist. Bürger. Ja. Bürger hört sich schon wieder anders an, okay. Ja, ich bin so, halt ein Einwohner von... Ja, was ist denn der Problem, wenn ich zur Republik auswandere? Ich dachte, es ist ein soziales System. Ich wollte mehr sozial benachteiligt sein, ja? Dilikus Manua heißen Sie. So, Herr Manua. So, ich nehme jetzt einmal Ihren Handschuh ab, werde einmal Ihren Fingerabdruck einscannen und eine republikanische Datenübermittlung für Sie in die Aktensystem einführen. Ja. So. Und das werde ich jetzt machen und mir ist scheißegal, was Sie davon halten. Okay, ja, jetzt haben wir auch gar nicht nach meiner Meinung gefragt, glaube ich tatsächlich, deswegen war mir das scheißegal. Nee, aber jetzt mal nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich wollte nur ein sozial stärkeres System auswandern, ja? Und jetzt werde ich hier festgenommen, weil ich Sozialhilfe beantragen möchte, was ist das denn hier für ein Volksparat? Ja, Sozialhilfe beantragen Sie nicht, wenn Sie in eine republikanische Militärbasis... Ja, weiß ich doch nicht, was ich hier mache. Ich wollte Sozialhilfe beantragen, da hat der Typ immer gesagt, da muss ich zur Navy, habe ich Navy gesucht. Dann gehen Sie zur örtlichen Behörde oder so, dann vereinfachen Sie einen Termin oder funken an die Navy. Dann sagt die Navy, okay, kommen Sie oder kommen Sie nicht. Und wenn keine Navy im Dienst ist, dann müssen Sie warten bis zum nächsten Mal. Ja, weiß ich doch nicht, ja. Ich bin in die Basis reingelaufen, da kam da so ein Typ, der hat gesagt, ja, ich möchte Sozialhilfe beantragen, gesagt, so und so gehen Sie zur Navy hoch. Woher soll ich das denn wissen, dass das nicht stimmt? Ich bin neu in der Republik. KUS-gesinnter, Warte mal kurz, Sie gehen bitte aus dem Gefängnis raus. Jetzt. Das ist ja eine Lüge. Sie gehen aus dem Gefängnis raus. Jetzt. Das ist ein Befehl. Lüge. Also, darf ich mich zum Sachverhalt äußern? Sie kennen mich ja schon, ne? So, ich war noch nicht fertig, so. Außerdem ist eine Akte für ihn angefertigt. Sein Name ist Dilikus Manua. Ich habe seine Ausrüstung dabei. Bitteschön. Ja, ich habe bereits schon eine Akte. Ich habe den ganzen Tag nur Scheiß erzählt, weil ich Spaß hatte. So. Der ST, den kenne ich glaube ich auch schon. Ja? So. Also, ich weiß nicht, ob man zum Sachverhalt, ja? Ich berufe mich erstmal auf den Paragraphen 3.1, rechtfertigte Notwehr, ja? Weil der, wie schon der Typ hier zu sagen, zur Kenntnis gegeben hat, hat der GM als erstes auf den Schluss geschossen, darauf habe ich zurückgeschossen, um mein Leben zu verteidigen. Deswegen berufe ich mich schon mal auf 3.1, gerechtfertigte Notwehr, weswegen ein physischer Angriff wegfallen wird, natürlich Waffe, ja? So, zu Eindringen in die Militärbasis, ich habe einen Angehörigen des Militärs gefragt, ja? Ob ich hier reinlaufen darf oder nicht, ja. Er hat mir dann gesagt gehabt, ja, können sie machen, um Sozialhilfe bei der Navy zu beantragen. Dementsprechend habe ich aktuell diese Erlaubnis bekommen gehabt von denen, ja. Bin da hochgelaufen, ja.
hab aber, weil ich nicht logischerweise keine Kenntnis habe von dieser Basis, nicht das Büro der Navy gefunden, ja. Bin dann in den Trainingsraum aus den reingelaufen anscheinend, ja. So, dann hat halt der GM plötzlich mit einer Waffe jetzt mit hergelaufen, hatte gedacht, stehen bleiben, bin stehen geblieben, ja. So, ne, und dann hat er halt plötzlich auf mich losgeschossen, auf ich zurückgeschossen habe, darauf rufe ich, wie gesagt, nochmal auf 3.1, gerechtfertigt die Notwehr. Und ja, das ist meine Sache halt, so der Sache, ja. Könnten Sie den Zeugen oder keine anwesend war? Ja, kann ich holen. Mich würde aber eher interessieren, wer Sie in die Basis gelassen hat. Ach, ein 41. Private First Class. 41. Private First Class, von 41. ist gerade keiner da. So, das heißt, der kann es nicht bezeugen. Ja, aber heißt nicht, dass die Aussage nicht stimmt, ne? Beweisen das Gegenteil. Und zwar für den Angeklagten. Nach dem Gesetzesbuch der Republik, ne? Wen gibt er, ja, aber die Sache ist die, wen gibt er das Recht, dass er als Erster auf mich ziehen darf und mich bedrohen darf? Ich darf dann zurück auf den zielen. Wunderschön. Ich hab einen Corporal. Guck mal, da oben der Corporal. Corporal, passen bitte auf da oben, dass der CT-Corporal nicht wegrennt. Ich hab mal kurz eine Frage an Sie, ja? Haben Sie als Erster auf mich geschossen? Ja, soweit ihr jetzt. Okay, also er ist gerade zu Ihnen, ist als Erster geschossen, deswegen Drachen 1. Hallo, ganz ehrlich, laut Sie beide, meines Wissens. So, Sie haben auf mich gezielt, Mann. Ich möchte einen Anzeigen bleiben, Belästigung. So, Sie haben auf mich gezielt, Mann. Ich habe... Nachdem Sie... Ja, aber welches... Schuss eröffnet, ja. Er hat Sie nur beschossen, wenn Sie ihn auf, weil Sie auf ihn gezielt haben, dafür kann er nichts. Okay. Ich würde ihn auch so, ich würde darf auch ich, sofort ich möchte Vorgesetzten bei Ihnen haben erstmal, ja. Und die Sache ist die, welcher Paragraph ermächtigt ihn, erst er auf mich zielt, ich darf aber ja nicht zurückziehen, wenn er mir sozusagen Gewalt androht mit der Zielung. Warum darf ich dann nicht zurückziehen? Apropos, ich möchte gerade nochmal diesen, Sergeant war es, glaube ich, haben sie gesagt, Anzeigen bleiben, Belästigung gegen seine Schnauze vor. Ich fühle mich gerade beleidigt deswegen, ja. Worauf war es? Nee, ich versteh's. Also, Sie können sich gerne seine Akte anschauen, passen Sie auf. Ja, zwei. Freut darüber, dass Sie schon die Herrschaften offiziell festgenommen sind. Schönen Kanzler. Ich hoffe, Sie haben eine gute Idee, warum Sie außerhalb der Basis sind. Eine gute Erklärung. Wer hat Ihnen das befohlen? Wir wurden rausgelassen. Vom wen? Ja, hat... die Tür war offen, wir wollten mal kurz. Okay, Sie wissen, dass das Verlassen von Militärinnen ist. Also, es hat keiner wie erlaubt, kein Hotel Plus erlaubt. Ey, wir wissen nicht, wer das war. Der hat uns auf jeden Fall... Ja, okay, also sind sie einfach rausgelaufen. Also sie haben keine Erlaubnis explizit bekommen. Können gerne wieder reingehen, wenn sie uns was befehlen. Nee, schon zu spät, tatsächlich. Gut, dann sind sie mal jetzt dementsprechend mal festgenommen wegen Verlassung von Militärgelände. Ich werde sie ganz kurz mit Rechtsinteresse auf den STS in intern und extern, so wie sie schweigen. Bitte euch auf den Kenntnisnahme und Recht auf Zeugen zu beantragen, die uns überweisen können, ja? Gut, dann kommen sie bitte mal mit, ja? Sie sind angeklagt wegen 7 Punkten. So, also die Herrschaften, wie ich es bereits vorhin schon erwähnt habe, sind sie angeklagt wegen 9.7 Verlassung von Militärgelände, ja? Ja, wollen Sie sich eine Sache äußern? Wir möchten einen Verteidiger. Nein, nein! Einen Anwalt gibt es nicht, Land. Sie könnten höchstens nach einem STS anfeuern. Nein, bitte, hör auf, das ist wirklich eine unnötige Zeitverschwendung. Ja, trotzdem, lass einfach... Gut, dann machen sie hin und mir dann so ein bisschen Strafe, wenn sie mächtig sind. Okay, also geben Sie den Sachverhalt zu. Also wir sind so rausgegangen, wollten nur die Gegend prüfen, weil die das Tor war. Okay, gut, ich spreche jetzt mal hier aus. Und dann haben wir unsere Waffen getestet. Okay. Gut, dann können Sie schon wieder gehen, ja? Oder ich? Nein, ja. wir, nein, nein. Ich. Der Waffe wandern. So, gut, da halten Sie dementsprechend eine 5-minütige Haftstrafe deswegen, ja? Ja, man kann es auch übertreiben. Ja, kann man. So, da hinten ist jetzt enten ein Soldat, der gerade durchgefunden hat, öffnet Sie Kennst, wenn Sie weiter auf unser Bass rumschießen, werde ich auf Sie schießen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich muss mal gleich auf ihn schießen. Da ist er. Oh shit. Der kriegt jetzt ein paar offene Nüsse. Ja, der keucht mit seinem Scharfschützengewehr, dann... Das ist der Witz!
Scheiße! Kein Kredit! Ja, Tim, welches gefallen? Das war erstmal die nächste Folge. Gab jetzt mal Star Wars AP auf den EGM-Store. Lass auf jeden Fall einen Daumen oben da. Gerne auch ein Abo. Mich würde es freuen. Bis nächsten Part. Tschüss.